Hi, Pascal wieder hier von farbsport.de. Ich weiß, ich sehe heute ein bisschen zerstört aus. Ich habe gestern einen Treffer voll vor Birne gekriegt, das sieht man noch ein bisschen. Aber das soll mich natürlich nicht davon abhalten, heute ein Video für dich zu drehen. Im heutigen Video, da geht es darum, warum Geschwindigkeit im Paintball nicht immer wirklich wichtig ist. Wir sehen uns nach dem Intro. Zunächst muss ich erstmal sagen, dass es natürlich grundsätzlich besser ist, wenn du schnell bist im Paintball. Denn wenn du ein schneller Spieler bist, hast du natürlich immer die Option, langsamer zu werden. Allerdings sieht man auch trotzdem immer mal wieder Spieler auch in höheren Ligen, die schon auf den ersten Blick nicht so sportlich aussehen, die sich auch nicht schnell bewegen, aber die trotzdem ein recht solides und gutes Spiel liefern. Und das zeigt halt, dass es im Paintball nicht immer nur darum geht, der mega schnellste, explosivste Spieler zu sein. Wie gesagt, das ist von Vorteil, aber du musst es nicht unbedingt. Gucken wir uns mal folgendes Beispiel an. Sagen wir mal einfach, du willst es beim Breakout von deiner Base bis ins Corner laufen. Da denkt man jetzt für gewöhnlich immer, dass man jetzt so schnell wie möglich rennen muss, um da anzukommen. Aber wenn man mal ein bisschen rechnet, ist es gar nicht so. Du brauchst nämlich, selbst wenn du richtig schnell bist, immer so, sagen wir 3 Sekunden, wenn du vielleicht so ein total krasser Typ bist, vielleicht auch ein bisschen weniger, bis du im Corner angekommen bist. Viel weniger, wenn man mal die Stoppuhr anschaltet, hast du da eigentlich nie. Wenn man jetzt allerdings mal guckt, wie lange die Kugeln vom gegnerischen Center bis kurz vor den Corner brauchen, das ist eine gute Sekunde, wenn überhaupt. Und das heißt, dass du eigentlich nie schneller da sein kannst als die Kugeln des Gegners. Es ist also völlig egal, wie schnell du rennst. Es kommt nur darauf an, ob du den Kugeln ausweichen kannst durch Sliden oder vielleicht auch indem du hinterherläufst, je nachdem, wie weit der Corner vorne steht. Oder aber, ob du es schaffst, den Gegner zu drücken. Und das ist nämlich genau das, was im Paintball auch eigentlich eine viel entscheidendere Rolle spielt als die Geschwindigkeit selbst, nämlich wie sehr du in der Lage bist, deinen Gegner zu kontrollieren, während du dich bewegst. Jetzt kannst du ja zum Beispiel in dieser Situation Folgendes machen, dass du nämlich einfach beim Rennen auf den Center zurückschießt und seine Line dann wegbricht. Und da ist es ja jetzt sogar schon wieder von Vorteil, wenn du ein bisschen langsamer rennst, und zwar gleich doppelt. Denn der erste Vorteil ist ja schon mal, wenn du langsamer rennst, dass du deine Line konstanter halten kannst, also genauer auf den Center schießen kannst und damit auch die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass er reingehen muss und seine Line unterbricht. Und zweitens ist es ja auch so, dass der Punkt, an dem die Line von ihm praktisch komplett weg ist und dich nicht mehr treffen kann, dann ja auch schon näher ist. Denn du musst ja bedenken, in dem Moment, wo er reingeht, befinden sich immer noch Kugeln von ihm in der Luft. Das heißt, so circa eine Sekunde kannst du rechnen, bis diese Kugeln, die sich gerade in der Luft befinden, auch schon dann an dem Punkt, an dem du langrennen willst, vorbeigekommen sind. Das heißt also, wenn du jetzt ein Stückchen langsamer rennst, dann sind die Kugeln schon weg und dein Gegner ist in der Deckung und du kannst vorbeirennen. Nehmen wir mal an, du rennst beim Breakout jetzt also richtig schnell los, schießt dabei auf den Center zurück und dadurch, dass du so schnell bist, verringerst du ja dann die Treffsicherheit und gleichzeitig ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kugeln, die sich gerade von deinem Gegner in der Luft befinden, während er reingeht, dass sie dich treffen, auch noch viel höher, als wenn du langsam rennst. Das heißt, du hast da gleich zwei Faktoren wieder, bei denen du, wenn du schnell rennst, auch wenn du zurückschießt, eine größere Wahrscheinlichkeit hast, getroffen zu werden. Das ist natürlich nicht überall so. Das heißt jetzt nicht, dass du überall total, total langsam rumlaufen sollst oder so. Damit meine ich einfach nur, dass es einige Situationen auf dem Spielfeld gibt, bei denen es nicht einfach nur darauf ankommt, wie schnell du rennst. Ein Beispiel ist auch, wenn du nur einen Gegner gerade hast, der dich davon abhält, in eine andere Deckung zu kommen und du genau weißt, da schießt kein anderer hin, dann musst du auch nicht mega schnell da lang rennen. Dann reicht es völlig, wenn du volle Lotte auf ihn schießt und einfach ganz normal beim Gehen dann weiterschießt, dass du dann gar nicht mal wirklich rennst, sondern ganz normal gehst. Also ja, natürlich jetzt nicht total langsam, aber dass du schon mehr gehst als rennst, meine ich damit. Also eine mittlere Geschwindigkeit. Denn dann hast du bis zu deinem nächsten Bunker die volle Kontrolle über den Gegner und dann hat er auch gar nicht erst die Gelegenheit, wieder rauszukommen und dir auf der Außenkante zu schießen, weil du dann da schon direkt wieder bist und weiterhin auf ihn schießt. Das ist halt auch wieder eine Sache von Kontrolle. Du siehst also, du kannst über Kontrolle eine ganze Menge Geschwindigkeit rausnehmen. Guck also immer mal, wenn du es mit Geschwindigkeit nicht schaffst, irgendwie anders, am besten durch ein gutes Kontrollieren deines Gegners in einen Bunker zu schaffen oder eine andere Spielsituation zu lösen. Das kann gut funktionieren. Falls du noch neu dabei bist und dir der Videoartikel gefallen hat, dann findest du oben in der Menüleiste auch noch den Punkt Gratis-E-Book. Da kannst du dir ein kostenloses E-Book von mir runterladen, in dem ich dir ein paar Tipps gebe, wie du dein Paintball-Training verbessern kannst. Falls du daran Interesse hast, klick mal drauf und guck's dir an. Ist auf jeden Fall eine gute Sache. Wir sehen uns nächste Woche und bis dahin, wir schießen uns.